Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Ich freue mich jetzt wahnsinnig, weil ich zwei Gäste hier bei mir im Studio habe. Den ganz zu meiner Rechten, den kennt er natürlich, das ist der Herr DK. Den jungen Mann in unserer Mitte allerdings, den dürftet ihr vielleicht noch nicht kennen, denn das ist der Thomas Feichtmeier aus Tirol. Du bist extra zu uns angekommen, weil du hast uns was ganz, ganz Feines mitgebracht. Ein Spiel namens Tower 57, Herr DK. Du hast den Kontakt hergestellt, du kennst das Ding schon, ne? Ich habe das Ding schon weitem verfolgt, ja. Ja, genau. Und du entwickelst das Spiel, Thomas. Erklär uns mal kurz, was ist Tower 57 für ein Spiel? Also ja, also ich bin eine Hälfte vom Team. Also ich bin der Grafiker und der Level Designer. Mhm. Und Tower 57 ist ein Twin-Stick-Shooter. Okay. Das heißt, es ist ein Top-Down-Spiel, so im Stile der alten Amiga-Klassiker. Und als wir das entwickelt haben, wollte man quasi die alten Spiele, die alte Erfahrung in die Jetztzeit katapultieren mit moderner Technik und modernem Gameplay. Als der DK mir erzählt hat hier von Tower 57 und dann habe ich natürlich die Seite auch angeschaut und so, dann habe ich gesehen hier Amiga, da ist natürlich mein Herz gleich aufgegangen. Ich habe auch einen Amiga 500 damals gehabt, ein wunderbares Gerät, um damit wunderbare Spiele zu zocken. Für was genau bist du in der Entwicklung zuständig? Ich habe die sämtliche Grafiken gezeichnet. Ich habe die Levelpläne gezeichnet und ich habe das Welt- und Gegnerdesign gemacht. Wie seid ihr dazu gekommen, beziehungsweise seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Spiel zu machen? Hat sich das ergeben? War das etwas, was ihr schon länger geplant hattet? Wir haben vor 4 Jahren angefangen. Also der Marco, der Programmierer am Projekt, der hat quasi die Story geschrieben. Der hat damals Prototypen gebaut und dann eine eigene Engine entwickelt. Cool. Und also das war damals so ein Freizeitprojekt. Wir haben quasi nachher dran gearbeitet ein bisschen, ein paar Grafiken gemacht und sind damals halt so das erste Mal in die deutsche Indie-Szene quasi reingekommen. Haben das Spiel dann auf der Armees vorgestellt, da ist es sehr gut angekommen. Und als Kriegsstarter nach Deutschland gekommen ist, so, haben wir quasi gesagt, so, jetzt nehmen wir mal die Chance wahr. Und jetzt gehen wir auf Kriegsstart und jetzt probieren wir das zu finanzieren und das war erfolgreich. Und von daher ist es jetzt zum Release gekommen. So, jetzt sind wir hier im Spiel. Ich bin die Dame in Blau, du bist der Gangster. Natürlich, der Don. Wie funktioniert das jetzt alles hier? Also im Endeffekt... Noch ist ja noch keine Ballerei, die laufen nur rum. Ich bin jetzt schon Gegner. Nee, wir sind gerade quasi an der Train Station angekommen, nennt sich das Level, glaube ich. Und wir haben unseren Auftrag bekommen, wir sollen den Supervisor finden, der im, wie heißt es, Sweatshop? Im Sweatshop, auf uns wartet und sollen dann mal schauen, was Phase ist. Dann machen wir das so, mal. Das ist quasi so ein kleines Tutorial. Ja, klar, genau. Brauchen wir ja einfach. Feuern, Tool benutzen. Also du hast quasi... Wir waffen jetzt so aus. Wie bist du denn überhaupt zur Spieleprogrammierung gekommen, Thomas? Also ich programmiere ja nicht wirklich, also meine Erfahrung mit Programmieren beschränkt sich auf Visual Basic und Game Maker. Ich bin Grafiker, also das heißt, ich zeichne, ich mache Grafiken, ich animiere, hauptsächlich Pixel Art. Und das hat sich ich habe einfach angefangen, damals vor 7 Jahren, weil ein Freund mit einem RPG Maker Projekt angefangen hat. Ach, lustig. Und da hat man halt dann ein bisschen Grafiken gemacht und das ist halt dann, wie halt RPG-Maker-Projekte so sein, fehlgeschlagen und dann hat man das ins Internet gestellt. Ich weiß auch schön, wie RPG-Maker-Projekte so sind. Ja, auf jeden Fall hat man das halt dann ins Internet gestellt und von da habe ich halt dann neben der Schule die ersten kleinen Grafikaufträge gekriegt und von dem aus her ist es weitergegangen und jetzt arbeite ich halt an Spielen wie an der Mumie, die Master, Tony, die Hintergründe gezeigt. Ach, da hast du mitgemacht. Ja, das stimmt, das hat mir der DK erzählt. Sehr, sehr geil. Fand ich ein wirklich sehr schönes Spiel. Hat richtig toll ausgesehen. Da hast du die Hintergründe gemacht? Ja, sämtliche. Also wow. Abgesehen von 2, 3 Elementen sind alle Hintergründe quasi von mir gezeichnet worden. Super! Also da gibt es auch mein Deviant Art zum Anschauen. Also genau die Arbeit, was ich gemacht habe. Und ja, bei Tower sind halt nicht nur die Hintergründe von mir, sondern da ist jetzt wirklich alles von mir. Dinka, ich brauche unbedingt Gesundheit. Ich gehe schon die ganze Zeit ein bisschen vor. Ja. Oh Gott, jetzt brauche ich auch welche. Ist es nicht unglaublich schwer, so eine Spielentwicklung zu machen, wenn ihr alle so weit entfernt voneinander seid? Ja, das ist definitiv eine Herausforderung, was jetzt Kommunikation angeht. Aber ich meine, es gibt halt Internet.
Achso, ja, stimmt. Ja, du hast gerade deine Beine verloren. Verdammt! Ich hasse, wenn das passiert. Okay. So. Nein, eben ist, also ich sag, es ist sicher weniger herausfordernd. Ich hab nicht wenigstens. Hast du mich jetzt aufgehoben? Ja. Genau. Das ist zum Beispiel eine Mechanik, das kann man nur im Koop. Also, wenn oh mein Gott, wie gut ist das denn? Das erinnert mich an Aliens. Da gibt es doch auch so eine Szene, wo irgendwie Hicks getragen wird und er ballert ja. Nach hinten. Ne? Ja, genau. Genau, da kannst du jetzt an den Automaten gehen. Oh, jetzt kann man upgraden. Ja, du kannst dir neue Beine kaufen. Nö, ich möchte lieber bessere haben. Du willst so leicht Beine haben. Wie gut ist das denn? Was kann ich hier machen? Also eben, ja, gibt verschiedene Gliedmaßen, die werden am Charakter angezeigt. Da gibt es halt dann mehr Schaden oder höhere Zielerfassung. Ist ja fantastisch, quasi so ein kleines Rollenspielsystem auch noch. Ja, genau, Rollenspielelemente. Also es ist im Kern der Twin-Stick-Shooter, aber man kann später auch die Waffen upgraden. Also jede Waffe hat verschiedene Upgrade-Modi, verschiedene Feuer-Modi. Und hier an dieser Box kann ich quasi meine Figur wechseln. Genau. Das kann ich sonst nur, wenn ich draufgehe, oder? Genau. Hat diese Figur denn jetzt auch den abgegradeten Arm, den ich mit Abe Lincoln geholt habe? Oder ist das quasi nur für die... Das ist auf den Charakter festgelegt. Bezogen, okay. Genau. Okay. Also muss man sich schon überlegen, wen man da upgradet eventuell und warum. Und dort hat sich jetzt eventuell eigentlich die Spezialattacken einzusetzen. Ja, nice. Wird gemacht, Mann! Spezialattacken! Oh geil, ich bin wieder Matrix! Ach, stimmt, du hast alles gehackt. Das vergisst man vielleicht während dem Spielen, dass man Spezialattacken hat, aber gerade, also da muss man halt dran denken und gerade wenn halt an die Gegner überrollen dann, gibt es halt immer einen Weg nach außen. Vor allem, Dike hat keine Beine mehr. Wie kann ich dich jetzt Huckepack nehmen? Was? Ich habe tatsächlich keine Beine mehr. Dike, wie mache ich das? Du drückst einfach A. Nice. Yeah! Oh, jetzt habe ich dich abgewartet. Jetzt hast du mich abgelegt. Aber wir müssen jetzt alles einsammeln. Ich glaube, ich habe auch einen Arm verloren. Ja. Oh Mann. Wo bist du denn? Also, du hast den Werkzeugarm verloren. Ja. Also eben beide Charaktere haben zwei Arme. Was sind denn diese Dinger, die wir hier einsammeln können mit A? Ah, das sind die Tools. Okay. Wozu sind die wichtig? Ja, man hat halt zwei Waffen. Also eine Hauptwaffe, mit der man schießt, und eine Sekundärwaffe ist Tool. Also der Spion hat zum Beispiel ein Hacking-Tool, mit dem man Türen aufhacken kann. Da kann man zum Beispiel dann um den Postkampf herumgehen, ohne dass man den... Secret. Ohne dass man den quasi... Hast du jetzt die Kohle bekommen? Ich habe Munition. Der was lacht, kriegt das Geld dann. Ja, genau. Also, ab! Nun. Ja, DK. Du hast mich ja super beschützt. Ja, sorry, kann ich ja nichts für, ne? Muss ich jetzt mal fragen, wenn wir schon von Zeiten von Amiga reden und so, gibt es auch Cheats im Spiel? Es gibt ein Cheat-System, das ist momentan deaktiviert. Okay. Wir sind beim Überlegen, ob wir es nicht vielleicht aktivieren auf Steam. Ja. Also. Ich meine, eigentlich gehört sowas zu den alten Spielen schon dazu, ne? Ich weiß ja noch, wo man immer dann monatlich auf die Zeitschrift gewartet hat, auf irgendeine Videospielzeitschrift und dann gehofft hat, so hoffentlich ist ein Cheat für dieses Spiel. Die guten Cheat-Zeiten, genau, ja. Na, also. Als ich es nur getestet habe, es gibt ein Cheat-System. Okay. Es gibt einen Online-Chat und über den Online-Chat kann man dann die Cheats eingeben. Jetzt haben wir ja gerade die ganze Zeit hier gegen normale Gegner gekämpft. Gibt es sowas wie Bosse auch? Okidoki. Aber ich muss sagen, ich finde es bis jetzt sehr, sehr cool. Es macht Spaß, es sieht gut aus. Ich bin eigentlich ganz happy. Du bist noch nicht sonderlich gut darin, Felix. Moment. Ich bin hier gerade die ganze Zeit derjenige, der die Story vorantreibt, während du wild irgendwo wüst rumläufst. Ich wüst rumlaufe. Oh, ich sammle hier den guten Shit. Ich habe mehr Gesundheit als du. Du sammelst mir den ganzen Shit von der Nase weg. Ja, kann ich ja nichts spüren. Ne? Wenn du so langsam bist. Einer muss halt die Schmutzarbeit machen und der andere ist halt derjenige, der die Lorbeeren einheimst. Der Felix, ey. So habe ich das gern. Genau das. Komm, ich mach das mal mit dem Gegner. Ne? Hat ja nicht geklappt bei dir. Wurschtelt der ewig rum mit deinem kleinen Elektroschocker. Ich nehme mal die Lootbox, danke. Nein! Wow. Eben genau, deswegen soll man Spiele auch gemeinsam spielen. Ja, ne? Deswegen! Genau. Ich sag dir auch immer, das ist Couch-Koop! Deswegen macht das auch so viel Spaß! Oh, das ist mein Special, okay. Also mein Hast du dein Special jetzt eingesetzt? Ich habe mein Tool eingesetzt. Jetzt ist alles langsam. Und setzt du denn dein Tool ein? Ich wollte mal gucken, was das macht. Ja, wow. Verschwende das einfach nur. Das ist halt, also das ist ein Zeitkrümmungsgerät oder die Flugsmaschine. So von Back in the Future inspiriert.
die macht halt das Spiel. Das ist schon wieder draufgegangen. Wow, jetzt bin ich auch draufgegangen, weil du. Wahnsinn, DK. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Jetzt haben wir ein bisschen was hier gesehen. Wie kommen die Leute an das Spiel, wenn sie es zocken wollen? Also momentan ist es auf Steam und auf Humble Bundle kann man es holen. Okay, cool. Nicht Humble Bundle, auf Humble. So. Also okay. Ich spiele es auf Steam und auf Humble. Okay. Wie viel kostet es auf Steam? Auf Steam kostet es ungefähr 10 Euro. Das ist ja nix. Leute, das ist sehr fair. Das ist ja nix. Da unterstützt ja hier auch jemand quasi, support your local developer in dem Sinne, okay, du bist jetzt aus Tirol, aber nah genug dran. Also Marco ist aus Berlin. Also siehste, ja, genau. So die deutsch-österreichische Freundschaft, die hier zustande gekommen ist und uns dieses Spiel bringt. Vielen Dank, dass du da warst, Thomas. Danke, für die Einblicke in dieses Spiel. Sehr, sehr schön. Sieht wirklich gut aus. Du hast es schon ein bisschen mehr gespielt. Du sagst auch, du hast mir auch vorher in den Ohren gelesen, also, ey, müssen wir unbedingt was machen zu, definitiv, weil es ein gutes Spiel. Ja. Und wenn wir schon hier die Entwickler in der Nähe haben und die kommen her, dann ja. Ja, ich sage danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war total super. Also ich bin mir total gefreut, dass ihr jetzt heute da herkommen dürfen und das vorstellen dürfen. Ja. Also, vielleicht klappt es ja dann beim zweiten Teil nochmal bei Tower 58 dann. Ne? Ja, dann kommst du nochmal vorbei hier. Genau, das ist dann Tower 109, weil wir andere 58 Prototypen ausschmeißen. Okay, okay. Wir gehen zurück ans Hauptstudio. Wunderbar. Sehr schön. Ja, sehr cool das Spiel. Ja. Nicht schlecht. Wie ist das Feedback so generell bisher jetzt? Also